Januar unseren Ofen eingebaut. Das hat ja Steven gemacht. Und ich habe mich mit Steven unterhalten und habe dann erzählt, dass ich dieses Jahr wieder diese großen Kohlrabis aussehen möchte. Also quasi diese hier. Und dann hat er gesagt, oh ja, ich auch. Und meine werden sowieso größer als deine. Das werden wir doch mal sehen. Ich bringe ihm jetzt 4 Stück hin. Natürlich fahre ich wieder ein bisschen anderen Weg, damit ihr vom Bad noch ein bisschen was sehen könnt. Und dann werden wir doch mal sehen, wer von uns beiden hier den größeren Kohlrabi zu wachsen hat. Ne? Ich fahre mal los. Ist das nicht herrlich? Der Mann, der sich mit mir um den größten Kohlrabi streiten will. Ich schmeiß mich jetzt schon weg, ich habe das doch schon gefunden. So. 4 Stück. Ich habe dir auch die kräftigsten rausgesucht. Ja, so bin ich. Ne? Wenn ich dir viel Glück wünschen würde, ne? Dann würde ich ja nicht gewinnen wollen. Ich wünsche trotzdem viel Glück. Ich hab der hier nicht. So, ich bring dir die mal rein, ne? Ja. Also. So, jetzt sind wir ja wieder bei uns im Garten. Ich bin mir nicht sicher, dass nicht wirklich noch eine enge Kiste zwischen Steven und mir wird. Ich habe meine Kohlrabis jetzt hier unten. Die pflanze ich jetzt ein. Und möge der Bessere gewinnen. Also ich. Ja, wir schauen einfach mal. Wenn nicht, ist das auch nicht schlimm. Aber letztes Jahr hatte mein Schwerster irgendwie, ich glaube, knappe 7 Kilo. Also von daher, er hat schon gut vorgelegt. So. Ich habe meine Kohlrabis jetzt gepflanzt. Die stehen. Ich sag mal so, möge der Bessere gewinnen. Ne? Sagte ich ja bereits. Wie das weiterläuft, wie weit Steven seine wachsen, wie weit meine wachsen, sehen Sie in den Monatsrückblicken, die folgenden, und seien Sie mal gespannt, was draus wird. Und dann schauen wir mal zum Herbst, wer das wirklich gewinnt. Also, bis zum nächsten Video.